Schauen Sie nicht weg. Das ist nicht eklig. Das wird eine Geschmacksexplosion, erklärt Anja Lang. Das Heu wird in der Milch gekocht vorab, um den Geschmack sozusagen herauszubekommen. Und dann nimmt das so eine bisschen bräunliche Farbe an. War eine spontane Idee, die Sache mit dem Heueis, erzählt Anja Lang. Seit letztem Jahr betreibt sie mit Kollegen eine Eisdiele in Hettenhausen, die Eisheiligen. Der Name passt. Geschmack ist heilig hier in der Experimentierküche und nichts ist vor ihnen sicher. Letztens hatten wir zum Beispiel ein Sellerie-Rotweineis, ganz hört sich erstmal grauenvoll an, aber hat doch ganz gut geschmeckt. Heu ist fertig. Bekloppt lecker. Eine Spezialitäten-Eisdiele auf dem Dorf, bisschen ab vom Schuss. Ja, sagt sie, ist ein Risiko, aber läuft. Sag mal, ist das lecker? Zucker. Wenn die Hettenhäuser Kinder etwas größer sind, gehen sie ein paar Häuser weiter. In die Dorfschule. Das sind sie. Alle. 26 in diesem Schuljahr. Drei Hauptamtliche und ein paar ehrenamtliche Lehrerinnen wuppen den Unterricht. Jede macht alles. Das hier sind übrigens die Klassen 3 und 4. Gemeinsam. Und mach mal die Musik aus. Hören Sie mal. Sie hören nix. Ist cool. Wenn jetzt eine große Klasse ist, dann müssten die Lehrer immer halt brüllen und das finden dann die anderen auch nicht mehr so schön. Gut, wenn sie dann etwas größer werden, dann brüllen sie. Jedenfalls die Jungs, die Hettenhäuser Kirmesburschen. Und bevor sie jetzt fragen, woher diese floralen Kopfbedeckungen stammen, sie wissen es nicht. Der Opa hat's auch schon gehabt und da führt man die Tradition halt weiter. Nun hat der Opa aber auch schon mit Holz gemacht. Und dessen Opa. Hettenhausen war schon vor 250 Jahren bekannt für handgemachte Kleinwaren wie den Buchen-Patentquirl. 5000 Stück für Hamburg. Und von da in alle Welt, erzählt Eckhard Wörner. Der hat sich erstens mit der Geschichte befasst und zweitens gerade die letzte alte Drechslerei übernommen, um Dorfgeschichte zu erhalten. Über die Wintermonate vor allen Dingen, wenn die Landwirtschaft ruhte, wurden hölzerne Geräte hergestellt. Zum Beispiel Rührlöffel, Löffel, Gabeln, Kochlöffel. 1750, 80, 90 wurden diese Löffel von Händlern, die hier ansässig waren, nicht nur hier, auch an anderen Orten, aber hier hauptsächlich, wurden in der Köze, also bis weit ins Land hinein, also vertrieben und verkauft. Und dazu Knöpfe und Kleiderbügel, was man aus Holz so alles machen kann. Sein Vater hat es auch noch produziert, erklärt Harald Heil. Aber heute macht der letzte Hettenhäuser Holzbauer Holzhäuser. Gut, sowas gibt's auch billig im Baumarkt. Ja, sagt er, stimmt. Aber wer mit den Baumarktpreisvorstellungen hierher kommt, ja gut, der ist dann ein bisschen vielleicht enttäuscht, aber die Qualität wollen die Leute dann schon auch haben. Ja, und eben keine versteckten Kosten. Wäre ja auch eine Riesenschweinerei. Qualität ist nun mal teuer, obwohl, nee, sagt Waldemar Richter, nee, nicht unbedingt überall. Aus Schweinesicht betrachtet ist das ein gewaltiger Unterschied, wie man groß wird. Eingezwängt auf nacktem Boden oder in einer kleinen Gruppe auf dickem Stroh. Und das, sagt er, kostet eben nicht mehr. Also mein Vater hat gesagt, du gehst rückwärts, wo ich damals habe gesagt, ich mach Stroh. Aber man sieht, es geht vorwärts. Auf Stroh ist immer hygienischer und alles. Die haben Spielsachen drin, Ketten und so. Der Stroh, da spielen die drin. Und das ist eine ganz andere Sache. Und es ist still im Stall. Kein Gequieke, nix. Selbst als der Chef beim Nachtisch kommt. Sojaschrot aus eigenem Anbau. Die 80 Schweine werden übrigens auch älter, kommen aber irgendwann in die Wurst. Nur eben hier, regional vermarktet. Das zieht sich durch Hettenhausen wie ein roter Faden. Heimatliebe. Das 950-Seelendorf war übrigens früher selbst tiefrot, berühmt als Klein-Moskau. Eine Hochburg der DKP, dazu noch evangelisch, undenkbar in der rundrum katholischen Rhön. Evangelisch sind sie immer noch. Aber Fasching, das hat eine Tradition und einen Ruf wie Donnerhall. Hettenhausens kleine Garde, große Profis. Gestern haben die geprobt, für heute, den großen Faschingsabend. Und da sitzen sie jetzt alle und gucken Hessenschau.
Also, was wir da mit euch zusammen so alles gefunden haben? Cool. Schönen Gruß nach Hettenhausen. Ihr seid echt ein tolles Dorf.